Willkommen zur neuen Folge bei Mutant mit so einem kleinen flauschigen Racker. Und wir sollen ja noch ein Leuchtfeuer entzünden, beziehungsweise wir haben auch eine andere Quest vor uns direkt liegen. Und zwar die Brandungsbarriere, wo wir den Pfad folgen sollen. Jetzt die Sache, ich habe mir das kurz überlegt, ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge angesprochen habe. Es treibt uns ja sozusagen dann immer weiter in diesen, sage ich mal, östlichen Bereich der Karte, den Knalksteinach. Aber ich würde ganz gerne eventuell das Leuchtfeuer noch entzünden, gucken, wie es dann da weitergeht und würde mich erstmal dann gen Westen wieder orientieren oder ein bisschen in die Mitte von unserem letzten Gebiet, dass wir da erstmal die ganzen Quests fertig machen. Deswegen würde ich sagen, nicht zu sehr. Nee, ich wollte nur kurz meine Pläne ansprechen. Dann suchen wir mal das letzte Leuchtfeuer. Ich glaube, wir waren schon ein bisschen weiter unten eigentlich, ja. Oha. Springe ich hier einfach runter? Ich probiere es, komm. Da ist noch ein Tunnel. Ein Bunker. Das ist so ein Bäumchen, da kann man dagegen hauen wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ob wir denn da fündig werden. Los, fang ihn! Gesund und munter. Na, haben wir wieder einen Hacker. Toll. So, was haben wir hier? Das können wir aufbrechen, sehr gut. Ipsi. Was ist denn hier alles drin? Da haben wir eine Rostplatte. Nom, eine Puppstrickmütze. Das sieht man nur selten. Die haben wir schon öfters gefunden. Mittleres Energiepaket. Ganz schön viel hier drin. Katana. Und da ist noch was im Schränkchen drin gewesen. MC-Helm, den kenne ich noch gar nicht. Und eine Adrenalinspritze. Denke ich mir auch jedes Mal, wenn wir die finden, irgendwie habe ich die Adrenalinspritzen noch nie wirklich verwendet. Wen haben wir denn hier? Fragt sich, was deine gute Tat für heute sein wird. Mal gucken, hat ein lustiges Helmchen auf. Ihr werdet euch wiedersehen. Da freue ich mich drauf. Ich dachte, wo ich eine Runde gelaufen bin, das sieht echt krass aus von hier unten. Kann man noch ein Bildchen von machen, komm. Wenn wir einmal sind. So. Perfekt. Was haben wir hier? Das ist eingestürzt, aber eine Kiste. Heckenschütze. Im Licht kannst du viel weiter sehen. Das ist richtig. Wir gehen mal Richtung Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. Das ist die Spitze eines Schachters, einer riesigen Grube, die Toxanol in den Wald schlug, um Dinge aus der Erde zu ziehen. Schachter, hilflose Seele? Moment. Wir sind jetzt hier. Hilflose Seele, Ressourcentoten 2, überragende Beute 4, alte Weltgeräte 1 und Untergrundbereich. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich höre hier irgendein Tierchen blanschen. Hallo. Komm mit. Genau danach hast du gesucht. Okay, die kann man so auch fangen. Oh Gott, das ist riesig hier. Moment, hier haben wir das Ressourcentotem. Sieh dir diesen Plastikkram an. Er wartet nur auf dich. Perfekt. Da haben wir einen kleinen flauschigen. Hallo. Kann ich mitkommen? Ja, natürlich. Streich ihn behalten. Hä, wo ist denn hier Wasser? Hier. Was machst du denn da drinnen? Freut sich, dass du nicht länger schüchtern bist. Es ist gut, dass du dich um andere bemühst. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Macht er auch nicht, ne? Da lässt sich's gut gehen. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Waschmaschine, Fragezeichen. Zack und... Zack und zack. Nee, andersrum. Oh, das wird... Das ist außer Kontrolle geschleudert. Ja, okay. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Da hatte ich mich wohl verguckt. So, und dann...
So. Du hast den Dreh raus. Tanuki. Weniger Energie, weniger Crit, aber mehr Regeneration. Sieht da echt lustig aus, ne? Und was zu essen. Und noch ein Gesundheitspaket. Meine Güte. Okay. Aber wir müssen auf jeden... Da oben ist Leuchtfeuer. Doch, Leuchtfeuer. Gehört das hier alles noch dazu? Komm, wir gucken mal hier einmal alles durch. Da haben wir noch ein Bäumchen. Und da haben wir Gegner. Oh, wow. Kaboom. Reloading. Kämpfen gegeneinander. Perfekter Treffer. Oh, die sind aber gut gepanzert, du. Autschi. Oh, wo kommst du denn her? Oh, 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 oh. Den Hammer. Brecherchen. Der hat ein lustiges Helmchen auf. Die haben alle lustige Helmchen. Auf. Aufpassen. Ne, ich wollte eigentlich nachladen. Aha. Rügel weiter auf ihn ein. Mach ich. Komm, wir helfen ihm mal ganz kurz. Ach, er kämpft mit dem Fäustchen. Kritischer Treffer. Dann haben wir den. Kriegt man immer so ein Möhrchen. Ja, ja, siehst du? Das ist nämlich auch ein Brecherchen. Knochenkracher. Ich weiß gar nicht, ob der... Ja, ja. Ja, ich komme nicht hinterher. Warte doch auf mich. So. Wie war denn unsere Bubble-Attacke nochmal? Bubble-Attacke mit rechter Maustaste, ja genau, schon wieder ganz vergessen. So, das ist wahrscheinlich der Untergrundbereich. Müssen wir in den Container alle reingucken, da war nämlich der eine hier, wo wir oben drauf gestanden sind. Ich glaube nicht, dass ich da einen runterhauen kann jetzt von den kleinen Rackern. Man kann, glaube ich, nur einen sammeln. Hier ist auch leer. Hier ist zu. Da haben wir noch einen Ressourcentoten. Aus diesem Metall kannst du bestimmt was Schickes anfertigen. Wahrscheinlich ist die ganze Beute... Das solltest du behalten. Die ganze Beute wieder im Untergrundbereich, ne? Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Hier haben wir noch was zum Looten. Doppelt gefilterte Maske, die haben wir auch schon mal gehabt. Die kommt mir sehr bekannt vor. Also ich schätze mal, dass es hier unten reinging. Wo wir auch gerade gekämpft hatten. Hier unten gibt es erstaunlich wenige Käfer. Ist das so? Hallo? Ist ja aus dem Untergrundbereich wahrscheinlich aufgedeckt.
Lederschulter. Uha. Eine Muklinge, legendär. Zweihändig Hieb. Nach einem gegnerischen Treffer fügt der nächste Treffer mit dieser Waffe doppelt Schaden zu. Da sind irgendwo auch Gegner in der Nähe. Vor allem gehen wir hier wieder irgendwie. Hä? Gehen wir jetzt nach oben? Oder fahren wir jetzt weiter nach unten? Wir fahren wieder hoch? Moment. Ist das mein Freund? Nee, das ist nicht mein Freund. Aufpassen. Ach, das sind ja auch noch welche. Der hat gesessen. Geschockt. Schocki, schock, schock. Ach, der hat wieder die Rüstung an. Deine Reserven sind leer. Wollte ich gerade eben sagen. Toll. Einmal nachladen. Super effektiv. Brecherchen. Uha. Ah ja. Aber so, wenn das mehrere sind, wird es schon kritisch. Oh, jetzt aber. Treffer machen sich bemerkbar. Ja, wollte ich gerade sagen. Was war der Kleinracker hier? So. Eine Güte. Beruhigen Sie sich. Was hab ich denn jetzt genommen? Elektrisches Modul, das wollte ich gar nicht. Energie ist voll. Moment. Dieses nehmen wir. Erst ein bisschen auf Distanz bleiben. Guter Schuss. Aber wir haben ordentlich kassiert. Hallo. So, jetzt gehen wir in Angriff. Würde jetzt abhauen. Puh. Ist hier die hilflose Seele drin? Ah ja. Hallo. Er war Sinn. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Mashako Hirsabe bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Natürlich helfen wir ihm. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Alles gut auf deinen Reisen. So, dann haben wir dieses. Was haben wir hier? Ist auf ein Töpfchen gestorben. Meine Güte. Ist hier noch irgendwas drin? Aha. Die kommt mir auch sehr bekannt vor. Da hätte man mehr Rüstung. Rüstung aus. Hast du was zum Anziehen? Besser als nichts. Aber vorher auch schon. Das heißt aber auch. Was ist das denn? Beutel Shamesu. Mehr Rüstung, mehr Gesundheit, weniger Energie. Wollen wir das mal anziehen? Komm, das Rüstung mal auf. Seinen Kopf muss man schützen. Das sieht man nicht jeden Tag. okay. Aber wo ist denn jetzt die letzte überragende Beute? Könnte jetzt auch hier drinnen mit sein? Maybe? Wenn wir Glück haben.
Von hier sind wir gekommen, glaube ich. Hier hatte ich alles durchgeguckt. Ah, schau mal, komm, wir gucken mal hier rein. Vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass das in diesem Gebäude hier mit ist. Hier könnte man wahrscheinlich hochfahren. Wir laufen mal hoch, weil hier war ja, glaube ich, eine Treppe. Das Mützchen haben wir auch schon ganz oft gefunden. Upsi. Wir müssen dann doch wo hochfahren. Okay. Nun gut. Hä, wir fahren wieder runter? Okay. Aber übersehen habe ich ja nichts. Hoffe ich mal. Und die nächste Frage ist, wie kommen wir dann an das Leuchtfeuer ran? Aha, ich sehe schon, okay. Da geht eine Schnur lang. Das ist ja genau mein Ding. So ein Spaß. Hui. Was? Seilrutsche für Kiesel gesichert? Jawohl. Ah, das sieht ja auch lustig aus. Waschbueimer. Das ist sogar noch besser. Komm, das rüst mal auch rum aus. Kopfteil. Hallo, ich bin Waschbu. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwo überragende Beute übersehen arbeite habe. Arbeite dich nach oben. Hier ist Leuchtfeuer. Kehre zu Trunktrull zurück. Okay, lass uns mal alles absuchen. Gucken wir erstmal in das Gebäude rein nochmal. Da habe ich ein Erste-Hilfe-Paket übersehen. Da war mal dran. Gucken wir nochmal hier rein. Ist das wieder irgendwas Verstecktes oder ich habe es offensichtlich nicht gefunden? Das könnte wieder auch sein. Dies ist bereits ein Epos. Du entscheidest aber, wie es endet. Ich suche gerade mehr. Müssen wir die ganzen Containerchen nochmal abklappern. Ob nicht noch irgendwas doch aufgeht. Vorhin sah das auch, bin ich ehrlich, so aus, als wenn bei dem einen was drin gewesen wäre. Aber bin mich wohl getäuscht. Stehen ja einfach offen. Oder ist das Gebiet vielleicht noch größer? Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist immer lustig, ne? Wenn man sagt, oh komm, wir heute machen wir die Quest. So, jetzt renne ich jetzt hier die ganze Zeit um Pudding und mache mir schon langsam wieder Gedanken, dass es zu langweilig ist, weil ich am Suchen bin. Setze ich mir wieder selbst unter Druck. Aber ich würde es halt schon ganz gerne finden wollen. Krampfer. Wir gucken nochmal hier nochmal rein, laufen nochmal durch, gucken uns alles an. Hier ist nix. Die haben auch alles erkundet. Upsi. Gehen wir wieder hoch. Ich dachte, die haben vorhin woanders rausgekommen.
gucken uns nochmal den LKW hier an. Zwischen den Sternen ist die Dunkelheit am stärksten. Da sieht man so die Leuchtfeuer, okay. Da ist ein Häuschen umgekippt, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Das ist halt auch die Sache, es kann ja auch auf dem Dach sein, ne? Was sieht man hier? Straflagerjacke. War aber nicht das, was wir benötigt haben. Weißt du, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, ich wäre jetzt dann da oben und könnte hier irgendwie runtergleiten. Gefühlt habe ich gerade alles abgesucht. Wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal, dass es dann halt wirklich oben gewesen ist. Irgendwo versteckt. Ich fahre nochmal hoch. Ach. Genau. Hier kommen wir dann auf die Ebene wieder. Klettern ist gesund. Upsi. Mit hochhüpfen wie ein paar, ja. Das funktioniert so nicht. So. Da wäre das Dach, wo ich mir noch gedacht hätte, dass man eventuell da drauf springen kann. Oder es fehlt doch noch was, oder irre ich mich jetzt? Doch, einmal überragende Beute fehlt noch. Okay, hier auf dem Dach ist nix. Da oben drauf vielleicht. Ist die so gut versteckt oder habe ich die, ist die irgendwie so offensichtlich, dass ich schon wieder nicht gesehen habe? Hier, warte mal. Oh, in der Schaufel drinne. Fehler. Schmettern. Pro 10 Einheiten Stärke fügt diese Waffe 2% mehr Schaden zu. Yippie, wir haben es geschafft. Toll. Wo müssen wir jetzt hin, um die Quest wieder abzugeben? Ah ja, kann ich mit irgendwie via Schnellreise hinbewegen? Ist da irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Ja, wow. Okay, dann gehen wir gleich erstmal auf den Weg da wieder hin. Wissen, haben wir noch Zeit. Schmiedeteil. Heute finden wir ganz schön viel Waffenausrüstung. Oder beziehungsweise Waffenteile. Das Spiel will mich nur ärgern. Weil ich immer noch keine Waffe selber gebaut habe. Noch ein Blattbäumchen. Ja, genau. Danke. Ich muss einmal außen. Ah, hier kann ich vielleicht hoch. Über Umwege. Sieht irgendwie cool aus mit den Leuchtfeuerchen da so. Was haben wir hier? Ah, das war Folge der Spur, ne? Nee. Ich erinnere mich. Aber das lass dich nicht von der Strömung mitreißen.
Oh, das lassen wir erstmal. Das Helm hier sieht echt knuffig aus, ne? Das passt irgendwie mit dem Blau zur Schusswaffe und zu dem blauen Möhrchen. Und dieser Rucksack ist auch so leicht bläulich. Aber gut ausgesucht. So, stimmt, jetzt muss ich ja darüber hibbeln. Uah. Oh Gott. Das war close. Hä? Das bleibt da stehen? Okay, wusste ich gar nicht. Da steht ja schon Ewigkeiten da. Hallo? Ja. Ja. Hab ich hab. Das hat man doch schon angeguckt, oder wie? Oder ist einfach nur nochmal pulsiert, um uns zu ärgern? So. Ach ja, stimmt, wer steht da hier drüben? Trunktrull. Sag du, würdest stets den Tag erhellen. Zeig mir, was du hast. Danke für die Zeit, die ich beanspruche. Zeig mir, was du hast. Ach, hat man doch schon geguckt, oder? Kleidung? Nee, Kleidung will ich nicht kaufen. Hätte nur sein können, dass er irgendwelche besonderen Gegenstände hat. Nahkampfteile. Wie kann ich das... Achso, kann das so abgeben? Alles klar. Du hat die Eu- Sag du, würdest stets den Tag erhellen. Ich habe alles, was ich brauche, danke. Versteht, dass du beschäftigt bist. Okay, dann haben wir das aber hier fertig. Hier drüben hätten wir dann Folge dem Pfad. Jetzt sind wir hier drüben. Was haben wir hier noch? Finde den Blasebalg-Freund. Da würde ich mich ganz gerne hier zu Kuddel teleportieren. Lass mal schon mal darüber gehen. Und dann glaube ich, wir haben in der nächsten Folge... dann dort drüben anfangen. Ich werde mir das schon mal markieren, damit ich da Bescheid weiß. Zack, setze ich mir das da rein. Und dann haben wir ja, genau, finde den Blasebalg-Freund haben wir hier. Dann haben wir, erreiche den Aussichtspunkt und finde den Regenbogen. Dann haben wir hier auch noch Sperrkasten gelöst und finde das Rennband. Und da werden wir uns, glaube ich, so in dem Bereich vielleicht hier arbeiten. Hier drüben Nonobrutnest. Da müssen wir vielleicht auch noch hin, ich weiß es nicht. Dass man dann irgendwie die Quest miteinander verbindet. Sonnenuhr gefunden. Heile die Wurzel. Finden, aktiviere alle Aurora-Totems. Ah, hier sind die Seilrutschen, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute für hier. Ich hoffe, euch hat es soweit Spaß gemacht. Wenn ihr das ganz gerne wissen, mit einem Daumen nach oben Feedback, würde ich mich tierisch drüber freuen. Gott, da hinten brennt es schon wieder. Muss ich da hin? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay. Wenn es nicht gemacht, lasst gerne ein Abo da, verpasst keine Folgen mehr vom Kanal. Ich wünsche euch einen Tag, morgen, Abend, die Interfazite schaut. Sag bis zum nächsten Mal.